Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Das Video ist für mich persönlich voll die Premiere, weil, jetzt kommt ja so eine kleine Kindheitsstory, Leute, ich habe als Kind immer Landliebemilch getrunken und ich fand die immer richtig, richtig lecker. Und jetzt bin ich so durch meinen Edeka des Vertrauens gelaufen, liebe Leute. Ich wollte eigentlich 3 Sachen kaufen. Wisst ihr, mit wie vielen Sachen ich da rausgegangen bin? Mit so vielen, dass ich mir eine ganze Tüte kaufen musste, by the way. Ich bin also durch meinen Edeka gelaufen, liebe Leute, und war auf der Suche nach Pflanzenmilch. In meinem Kopf dachte ich mir, okay, ein paar Vitamine da drin wären nice und ich möchte auf jeden Fall gerne Mandel und ohne Zucker haben. Dann bin ich so in der Milchersatzprodukteabteilung, Leute, und dann springt mir einfach ein Landliebe-Produkt entgegen. Landliebe pflanzlich ohne Zucker? What? Das ist auf jeden Fall ein neues Produkt. Das ist der Beweis, liebe Leute, ist ein neues Produkt. Vollmundiger Geschmack, natürlich lecker. Leute, ich bin so hart gespannt, weil ich einfach Landliebe als Kind so geliebt habe. Und jetzt gibt es einfach ein pflanzliches Landliebe-Produkt mit Mandel und ohne Zucker, Leute. War klar, dass ich das auf jeden Fall probieren muss. Jetzt folgt aber noch eine zweite Kindheitsstory, Leute. Beziehungsweise so eine Teenie-Story, wenn man so will. In meiner Teenie-Zeit, Leute, habe ich Roggenbrötchen unnormal geliebt. Generell alles aus Roggen und Roggenmehl. Und ich habe mir so Roggennudeln selber gemacht. Und ich fand Roggen einfach übertrieben geil vom Geschmack. Was habe ich jetzt von Alpro hier gesehen? Roggenmilch? Die musste ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Habe ich so noch nie gesehen, habe ich nicht probiert. Habe auch noch nie von irgendjemandem irgendwie eine Review gesehen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nie aktiv danach gesucht oder so, Leute. Aber jetzt, wo ich in dem Edeka stand, ich musste mir die auch auf jeden Fall holen, weil, also Roggen, Leute. Das sind jetzt 2 Sachen, die ich als Kind unfassbar geliebt habe. Also Roggen und auf jeden Fall Landliebe-Produkte und die verkosten wir jetzt heute. Dafür habe ich mir 2 Gläser bereitgestellt und da werden wir jetzt gleich die Milch reintun. Und dann sage ich euch meinen ersten Eindruck. Okay, ich finde positiv zu vermerken, dass bei dem Alpro-Produkt dieses Teil nicht dran war. Ich mag die Teile überhaupt nicht, Leute. Erster Eindruck. Das ist jetzt nicht so krass spektakulär, Leute, aber das ist auf jeden Fall hier die Mandelmilch. Ich habe hier jetzt die Landliebe Mandelmilch, Leute. Riecht sehr mandelig, also tatsächlich sehr aromatisch auf den ersten Riecher. Riecht ein bisschen süßlich, aber sie ist ja ungesüßt, aber sie riecht auf jeden Fall angenehm süßlich. Ich finde die richtig gut. Keine Ahnung, wie die es gemacht haben, aber ich finde es tatsächlich echt cremig. Es hat einen sehr angenehmen Mandelgeschmack, Leute. Es schmeckt halt krass natürlich. Also es ist... Ja, also ich bin gerade ein bisschen so eine Mischung zwischen positiv überrascht und schockiert. Es ist cremig, es schmeckt super, super mandelig. Es schmeckt halt schon gefühlt fast nach frischen Mandeln. Es ist kein Zucker drin, das schmeckt man auch. Es ist halt nicht mega süß oder so, was ich persönlich jetzt sehr, sehr angenehm finde. Richtig cool. Also da muss ich echt sagen, ich bin positiv überrascht. Ich meine, Landliebe, Leute, Landliebe, die Liebe ist wortwörtlich da bei mir, beziehungsweise als Kind. Aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob sie jetzt auch so Pflanzensachen gut hinkriegen würden. Ich habe meine Skepsis an dieser Stelle übrigens abgelegt. Die haben es richtig gut gemacht. Ich finde, dadurch, dass es nicht gesüßt ist und wirklich einen krassen Mandelgeschmack hat, erstaunlicherweise, finde ich, schmeckt es halt unfassbar authentisch. Es schmeckt halt wirklich sehr natürlich und man merkt halt einfach die Mandelnote da drin und es ist richtig lecker. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen picky bei Mandelmilch. Ich finde nicht unbedingt jede Mandelmilch gut, deswegen war ich halt echt so ein bisschen so, keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht wird, Leute. Aber falls ihr auf Mandelmilch steht und vielleicht mal eine neue ausprobieren wollt, die ist richtig gut. Okay, Leute, kommen wir zum Produkt mit Roggen. Ich kann mir darunter noch nicht ganz so viel vorstellen. Ich habe so eine Idee, wie es vielleicht schmecken könnte. So wie ich es mir vorstelle, Leute. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Roggenmehl zum Trinken mit Wasser. Keine Ahnung, ob das überhaupt so schmeckt. Das ist jetzt so meine persönliche Erwartungshaltung oder beziehungsweise meine Idee, wie es vielleicht schmecken könnte. Aber ich rieche jetzt erstmal dran. Ich rieche nicht so viel. Das ist gruselig. Ich würde am liebsten gerade meine Nase richtig reinstecken in dieses Glas, Leute. Ich rieche halt echt nicht so viel. Ah doch. Okay, ich rieche minimal eine Süße. Ein bisschen so in Richtung süßlicher Hafer. Ich habe es mir anders vorgestellt. Also jetzt muss ich an dieser Stelle direkt sagen, ich habe es mir anders vorgestellt. Keine Ahnung, wie dieses Produkt gleich schmecken wird, Leute. Ja, ich finde, es riecht ein bisschen wie Hafer. Mal gucken. Geil. Schmecken tut's wie ein bisschen süßliches Roggen. Süßlicher Roggen. Bisschen süßlicher Roggen. Da war doch kein Zucker drin, da bin ich jetzt doof.
Oder war da Zucker drin? Ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker. Ich finde es richtig lecker. Oha, toll, toll. Und was mache ich jetzt? Wieso schmecken mir immer irgendwelche Produkte, die teuer sind, Leute? Vielleicht sollte ich einfach gar keine teuren Produkte mehr probieren. Dann schmecken sie mir auch nicht. Und dann kaufe ich vielleicht auch wieder günstigere Produkte. Ich weiß noch nicht. Also es war halt unter 3 Euro, aber ich finde halt immer unter 3 Euro, also 2 Euro irgendwas dafür auszugeben, dass man halt eine Packung Milch hat, finde ich halt schon sehr, sehr teuer. Vor allem, wenn es auch Konkurrenzprodukte gibt und andere vegane Alternativen und pflanzliche Milchen, die halt einfach deutlich günstiger sind. Aber meistens schmecken mir halt immer die teuren Marken. Also nicht alle, wir hatten ja letztens schon ein Beispiel, Leute, da habe ich euch ja gesagt, es schmeckt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Aber bei der denke ich mir so, boah, die ist echt, die hat was. Die schmeckt nochmal wie eine ganz andere Pflanzenmilch und ich feiere es gerade total, mal so ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Ich finde die richtig lecker. Die ist sogar noch ein Tick cremiger. Die ist auch auf jeden Fall süßer als die andere Milch. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass alle, die so auf Hafermilch und so stehen, ich persönlich stehe eigentlich nämlich nicht auf Hafermilch, Leute, aber es geht so minimal in die Richtung Hafermilch, aber ich finde es halt viel leckerer als Hafermilch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Hafermilchliebhaber auf jeden Fall mit dieser Milch vielleicht auch glücklich werden könnten. Oder es ist genau umgekehrt, weil ich ja eigentlich Hafermilch nicht so feiere. Vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Jetzt müsst ihr mir auf jeden Fall sagen, habt ihr diese Milch schon probiert, beziehungsweise beide Milchen? Und falls ja, und falls ihr auch Hafermilch mögt, welche bevorzugt ihr? Fandet ihr die Roggenmilch jetzt auch gut oder nicht so? Ich fand es auf jeden Fall gerade super, super spannend, mal neue Milchen auszuprobieren, die ich halt so noch gar nicht probiert habe. Beziehungsweise halt eine komplett neue und halt auf jeden Fall das Landliebe-Produkt. Und ich muss sagen, ich glaube, wenn gleich mein Proteinpulver ankommt, Leute, ich habe mir wieder Proteinpulver bestellt, dann sind beide Milchen, glaube ich, sehr, sehr gute Produkte für die Basis. Und oh, ich freue mich auch schon sehr auf das Proteinpulver gleich. Das war's schon mit meinem Video. Ich wünsche euch einen super, super schönen Tag und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich abonniert oder mir auch ein Like da lasst. Bis zum nächsten Mal.